Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt, Junge. Wehe, du bringst uns Unglück. Ich werde mein Bestes geben. Die Krähen haben sich seit gestern hier eingenistet. Siehst ja, was sie hier angerichtet haben. In wenigen Tagen trifft die Königin von Nostria ein. Das hier ist das einzig angemessene Gemach für einen solchen Gast. War bestimmt ein hübsches Zimmer. Spare dir die frechen Worte. Fang lieber die Krähen. Fangen, nicht töten. König Efferdans Gemahlin will keine schlechten Omen, hörst du? Verstanden. Ich denke mir etwas aus. Und keine Diebesfinger. Was hat doch keine Diebesfinger? Möchte nur Rinder und klauen? Auf jeden Fall müssen wir die Krähen fangen. 300 Zoll. Vielleicht hat Gwynling sogar recht. Irgendetwas an diesen Krähen ist faul. Ein Kerzenholter. Sinnloser Prunk. Wer zündet so viele Kerzen auf einmal an? So, das können wir mitnehmen. Der muss ein Vermögen wert sein. Mit einem Teppich klauen? Weicher als mein Bett. In der Burg soll es Geheimgänge geben. Irgendwann werde ich herausfinden, ob das einer davon ist. Aber erst kümmere ich mich um die Krähen. So ein riesiger Kamin. Ja, besser, wir haben hier noch eine Netzwolle. Die können wir bestimmt da platzieren, hä? Wo sagst du denn? Schugi? Die Falle ist ausgelegt. Fehlt nur noch der Köder. Köder? Kein geeigneter Köder. Wie schaut denn mit den Taubenei aus? Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Was war das? Nichts. Alles in Ordnung. So, jetzt haben wir die erste Krähe. Der erschlägt noch die Königin von Nostria. Eine Halterung. Die Halterung ist ganz verbogen. Kein Wunder, dass der Hirsch heruntergefallen ist. So, die eine Krähe habe ich gefangen, aber wie fangen die anderen zwei? Mit dem Netz? Ich sollte erst einmal den Hirsch wieder aufhängen. Ach so, ja gut. So, das ist der Hirsch. Da hängen wir dann wahrscheinlich das Netz drüber. Ich hänge das Netz an seinem Geweih auf. Aber wo verknote ich es unten? Wo ist auch da? Unten. Wie schaut denn du aus? So, das war der Kerzenhalter. Jetzt können wir es verknoten. Da die Song. Seht das? Improvisiert wieder MacGyver. Nein, Mann, tu das wieder runter. Ich hab's schon gehört. Ihr braucht wahrscheinlich gerade einen Köder. Nicht schlecht. Die Krähen fliegen ins Netz, der Hirsch fällt herab und die Biester sind gefangen. Fehlt nur noch der Köder. Köder? Nicht sehr schlau. Ja, du hast. Habe ich es mir doch gedacht. Was? Wo bin ich? Die Hinrichtung. Der Seher. Schweig! Keine schlimmen Omen.
Und ich habe auch noch beim König ein gutes Wort für dich eingelegt. Was ist passiert? Ich weiß, was passieren wird. Bis zur sechsten Abendstunde fängst du die Krähen ein. Oder du kommst an den Pranger. Die Krähen, richtig. Das hat wohl nicht geklappt. Deine Sanduhr rieselt, Vogelfänger. Bis zur sechsten Abendstunde. Dieser Traum, er... Reiß dich zusammen, Geron, und kümmere dich endlich um diese Krähen. Der König vertraut mir. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Vielleicht hat Gwynling beim Sezieren etwas herausgefunden, das mir weiterhilft. Ja, Mann, dann deine Song. Auf zu Gwynling. Aber wieder der Song. Bisher sind wir ganz gut vorwärts gekommen. Ohne große Probleme. Geron, du kommst genau richtig. Ein Stimmungswechsel beim Alten? Das kann nicht gut sein. Du musst eine Fee für mich fangen, so schnell es geht. Eine Fee? Was ist in dich gefahren? Es bleibt keine Zeit. Hilf mir. Wozu brauchst du eine Fee? Soll sie für dich die Krähen vertreiben? Ich mag mich irren, aber der Seher ist vielleicht zurück. Wieder diese Schauergeschichte? Du sprichst in Rätseln. Hilf mir lieber, die Krähen aus dem königlichen Gästezimmer zu verjagen. Später. Tu jetzt einfach, was ich dir sage. Wieso sollte der Seher zurück sein? Er ist doch tot. Wir alle haben ihn sterben gesehen. Aber jetzt sind nicht nur die Krähen zurückgekehrt. Sondern auch die Elstern? Morde, Geron, wo keine geschehen dürfen. Erst Ritter Olderich, jetzt Magistra Dorota. Sie hatten den Seher auf den Scheiterhaufen gebracht. Wer weiß, was noch geschieht. Was hat denn eine Fee mit dem Seher zu tun? Nicht eine Fee. Die Fee. Du musst sie fangen, bevor es jemand anderes tut. Was kümmerte den Seher die Fee? Nur sie kann die Macht der Zauberharfe entfesseln. Kein Mensch, auch der Seher nicht, kann sie spielen, ohne zu sterben. Bei den Göttern. Wenn er zurück ist, wird alles wieder beginnen. Du sprichst in Rätseln, alter Mann. Was ist das für eine Zauberharfe? Ich weiß es nicht. Sie stammt angeblich aus dem Feenreich. Ist sie das hier auf der Zeichnung? Sie könnte so aussehen. Wer weiß das schon? Was wollte der Seher mit der Harfe anstellen? Er begehrte sie, denn sie war das Tor zu seiner Macht. Oder zumindest glaubte er das. Welche Macht besitzt die Harfe? Niemand weiß es. Doch wenn die Harfe erklingt, wird Andergast untergehen. Deshalb fang die Fee. Sie ist der Schlüssel. Woher weißt du so viel über den Seher? Ich habe damals die Helden zu ihm geführt. In sein Versteck im Steineichenwald. Du warst Teil der Heldenqueste? Jäger und Fährtenleser. Wir haben ihn gefangen und später verbrannt. Und jetzt sind der Ritter und die Magierin tot. Vertrau mir, dann wird alles gut. Warum hast du mir von all dem nie erzählt? Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Offenbar war sie das nie. Wie hast du diese Krähe dort gefangen? Ein besonderer Lockstoff. Doch dazu braucht es von Feenmagie berührtes Wasser. Ich müsste also sowieso dorthin, wo die Fee lebt? So ist es. Fange ich die Fee, hilfst du mir mit den Krähen des Königs. Versprochen. Nur beeil dich. Das musst du mir nicht sagen. Also gut, wie fange ich eine Fee? Die Fee lebt in einem Versteck im Steineichenwald in der Nähe eines alten, aber verschlossenen Feentors. Suche etwa 2 Meilen nördlich des alten Fingers, wo die Einbeeren blühen. Wenn du den großen Wasserfall hörst, bist du richtig? Ach, das finde ich. Locke die Fee am besten mit einem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Sie ist neugierig, aber auch vorsichtig. Und dann fange ich sie in einem Käfig. Feen können tückisch sein. Lass dich nicht von ihr verzaubern. Keine Sorge. Hat sie Flügel, fange ich sie. Und mit diesem Feenwasser kann ich meine Krähen fangen? Ja. Alle anderen Zutaten lassen sich leicht finden. Wunderbar. Der König wird staunen.
Ja gut, wir brechen auf. Ich bin jetzt auf dem Weg. Du darfst nicht versagen. Ja, pass auf, wir fangen jetzt eine Fee. Der Käfig, der wieder ganz. Wie es aussieht, hat Gwendling alles wieder gerichtet. Nimm mit. Ist der Käfig repariert? Ja, und pass in Zukunft darauf auf. So, den Käfig haben wir. Gibt's hinter was? Nee, oder? Da unten war auch nichts mehr. Und dann schwingen wir uns in den Steineichenwald. Wie schaut's mal da aus? Also dann. Heda! Oh, das tut mir leid. Was? Nichts. Du machst das gut. Üb ruhig weiter. Ich bin gar nicht da. Du bist ganz allein im Wald und niemand ist da, um dich zu beurteilen. Auch ich nicht. Ich bin schon weg. Das muss sie sein. Halt, warte. Komm doch raus. Wer? Na du. Wer ich? Du bist doch allein. Ich bin nicht allein. Du bist hier. Und wer noch? Niemand. Aha. Wärst du ein Freund des Waldes, sie wären alle da. Die Mooskrokodile und die Haselnusshörnchen. Der Kieselkranich würde dir zu Ehren aus dem Himmel nieseln. Und die Holzfüchse ein herrliches Feuer veranstalten. Alle würden tanzen. Was? Aber da du kein Freund des Waldes bist, sind sie alle zu Hause geblieben. Wäre ich ein Freund des Waldes, kämest du dann heraus? Ja, dann hätten wir etwas, worüber wir reden könnten. Ansonsten stünden wir nur schweigend herum. Und um ein Freund des Waldes zu sein, muss ich... Freunde haben. Richtig. Harzmäuse zum Beispiel. Oder Papierfinken. Und wo finde ich sowas? Wer keine Freunde hat, der muss eben welche erfinden. Was hat Gwendling mir hier bloß aufgehalst? Ich soll mir also einen Freund erfinden? Ein Waldfreund, ja. Er muss aus dem Wald gemacht sein. Freunde von Waldfreunden sind auch meine Freunde. Bin gleich zurück. Ja gut, ich schaue mal, die hat immer alle Latten am Zaun. So, das war die Baumhöhle. Die kleine Fee ist nicht zu sehen. Eine Schnecke. Sonderbares Schneckenhaus. Also gut. Was bringt eine Fee dazu, freiwillig in einen Käfig zu fliegen? Der möchte die Fee da drin haben. Kastanienzweig. Diese Holzmurmeln wachsen hier überall in meinem Reich. Nimm dir ruhig. Davon habe ich ganz viele. So, jetzt haben wir Kastanien. Da haben wir einen Laubhaufen. Was ist denn da? Dann muss ich wohl im Laub wühlen. Au! Keine Fee, nur ein Igel. Der Igel hat sich verkrochen. Na, Igel, wie schaut denn aus? Sind auszuprügeln? Besser nicht. Nicke. Sind nicht ganz so freundlich. Soll ich spielen? Hat wohl nicht gefallen. So, die grausigen Töne lockerten auch nicht aus. Leiterbrotzeit. Eine Schnecke würde dir doch schmecken. Er scheint sie zu mögen. Aber er hat zu viel Angst. Warte mal. Ja, können wir denn? Dann schmeiß ich mal die Schnecke rein, ha? Aha, da ist er. Gut.
Vielleicht gibt sich Gwynling auch mit einem Igel zufrieden, falls ich die Fee nicht fange. Das hast du davon, Stachelmännlein. Du darfst unsere Gäste nicht immer stechen. Kein Wunder, dass uns niemand mehr besucht. So, jetzt habe ich dafür Igelstacheln gekriegt. Ein Eichelmännchen? Nein. Ein Eichelmännchen? Locke die Fee mit deinem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Meisterhaft, Gwynling. Also gut. Das hierhin, das dahin. So, ihr bastelt. Das dorthin. Kastanienmännchen. So, das dürfte jetzt mein Waldfreund sein, oder? Aus dem Wald gemacht. Damit kannst du zufrieden sein. Hallo? Oh, da möchte ich den Igel haben. Schau, der Igel hier. Der ist mein Freund. Aber du musstest ihn einsperren, damit er bei dir bleibt. So behandelt man keine Freunde. Gut, überzeugt. So, hier. Ein Kastanienkönig. Ein König? Wirklich? Ja, er herrscht über das Reich der Kastanien und er ist mein Freund. Es ist mir eine Ehre, eure kleine Majestät. Geron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide eintreten. Wer sagt's denn? Okay, Leute. Eine dort, Sophie.